Herzlich willkommen, Verwaltungsverfahren 2.0. Ja, wir machen weiter mit allen schönen Winter, wenn ihr noch richtig liegt. Und dann fängt es sowieso. Danke mal allen schon fürs Reinschauen und fürs Abonnieren und fürs Reiten. Wir machen weiter mit Holz. Die Kühe sind versorgt. Unsere Nassbullen auch. Wir haben Dünger und Dünger und Sacke gekauft. Kalk müssten wir noch kaufen. Aber da habe ich eben gelesen, soll Feder vorhanden sein. Also da checkt er mit dem Brenner ist. Also erstmal. Und ansonsten brauche ich ja nicht Kalk. Ne? Also Kalk ist ja die Ausnahme in dem Sinne. Die waren nicht so eng mit Kalken. Aber Dünger haben wir gekauft und Saatgut. Wir können also sagen, der nächste Aussaat kann kommen. Irgendwann. Aber erstmal warten wir, dass die unsere Getreide reicht wird. Wo wir Mais häckseln können. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen für den Maishäcksler. Den haben wir glaube ich noch gar nicht. Wir müssen uns mal ein Hausladewagen kaufen. Für die Overload. Sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Dann müssen wir noch einspielen und dann entsprechend alles per Hand aufladen. Da kommen wir ja nicht vorwärts, wenn es lang wird, aber zumal es ja so ein Spiel nicht so ideal funktioniert. Warum auch immer, es ist halt so, dass Holzverladen nicht so optimal funktioniert. Lass mich überraschen, wenn 21 kommt. Ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn man das eine andere dann mal verbessern könnte. Könnte. Ja. Oh, Bäume doppelt. Will gar nicht fallen. Hat sich verheddelt da oben hier in der Krone. Ja, ich habe den Länge gesehen, ne? Aber den kann ich nicht anstellen mehr. Den Aureißhaube ist. Nimmt der drei Plätze weg. Ja, der Wald muss weg. War immer so schön, ne? Aber nicht alles. Vielleicht kommen wir dazu, dass wir Bäume auspflanzen. Naja. Die anderen sind so schön gewachsen. Leider konnte ich die Bäume nicht retten. Aber gut.
Und dafür haben wir eine Karte bekommen, die Season Ready ist. Heißt, ist alles für Season entsprechend ausgelegt. Kann auch wieder Winter werden, ne? Aber jetzt machen wir Sommer. Immer die Ernte reinkriegen. Felder müssen wir noch. Dann wieder bestellen zum Herbst. Vielleicht kaufen wir noch ein Feld, mal sehen. Vielleicht habe ich das noch nicht, aber... Ein paar Felder kann man sich auch ein bisschen schonen, ne? Da können wir... Und 13 wird nicht reichen, das ist zu viel, das ist zu viel Fläche. Aber für die anderen Felder mit 14 und so. So, ein bisschen mal Platz schaffen. Wir müssen mal sehen, wir sind Forsttechnik. So, entweder ganz groß kaufen oder die Mittelriss. Ich denke mal, ganz groß wäre nicht zu empfehlen, was am bisschen zu eng ist, den mittleren übernehmen. 15 Meter, 2x8, wenn wir gut draufkriegen, ungefähr. Standard. Nehmen wir 3 Reifen. Den war einfach nicht schlecht. Der kostet ja nicht alle Welt. Zurück zum... So, jetzt müssen wir schauen. LKW. Also wir nehmen den. Wohl war ein schwacher Wurf, ne? Durch den Wald fahren und so. Oder mit anderen da oben. Wo wir die Ballen gekauft haben. Dann können wir gleich den Anhänger hier wegfahren. Auch so eine Unterstellen in der Halle. Macht 10 km/h nicht mehr. Also besser ist die andere Frage. Ne? Es kann auch sein, dass er ausbricht. Wahrscheinlich sogar. Aber wir kaufen erstmal, wir holen mal unseren Holzanhänger. Wir werden hier den auch so reinfahren. Schaffen dafür. Strom ist gut. Das ist gut, dass es nicht gut, dass es nicht so, ne? Kollidiert, kann man sagen, ne? Dass es keine vorhanden ist. Kollision, Money, genau. Mir ist Body eingefallen. Flitzen wir ganz kurz zum Händler. Wenn wir viel Holz verkaufen, können wir uns ein Feld kaufen hier. 6 Millionen, glaube ich. Ich glaube 6 Millionen was teuer. Später können wir ja über Mais, ne?
Das geht nicht. Ich habe die Lenkung alles deaktiviert, weil er aber langsam geladen hat. Doppelbelegung, sagt man so, ne? Das mag ja LS19 nicht. So, schnell zurück zum Händler und holen den großen. Dann können wir gleich ein bisschen Platz schaffen. So, da sind wir. So, wir haben ja noch mehrere Sachen hier. Den Drescher haben wir nicht geschafft. Aber denken wir, die fahren wir erstmal los, und nachher die Ernte beginnt. Da bin ich gespannt, ob ich die reparieren muss. Ich habe nicht drauf geachtet. Ist eine große Leiste. Hoffentlich klappt das auch. Wir waren mit Abladen und Aufladen, ne? Ja. Gut, lassen wir uns überraschen. Überlänge. Gut, der andere wäre noch ein. Wäre noch näher gewesen, ne? Das wollte ich ihm nicht antun hier. Tut. Bin dann gespannt, ne, ob das mit Abfahren funktioniert mit Autoload, mit Autodrive. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich das noch mal testen. Ich habe es jetzt auch noch nicht getan. Ich meine, zum Not mache ich das auch mit Crossplay. Und dann Abfahren mit Überladewagen und mit Führungskurs zum Hof. Bin dann gespannt, wie das mit dem Silo klappt. Das muss ich erst testen. Laut Meldungen soll es nicht funktionieren. Aber zur Not brauchen wir halt ein Silo selbst hin, ne? Zur Not. Ich kenne noch nichts. Ja, gut, vorbeigefahren, ne? Fahren wir halt unten lang, ne? Auch nicht so schlimm. So, 7,5 Meter ist eingestellt.
Werden wir sehen, weil ich gar nicht genau weiß, wie lange die überhaupt sind. Ne? Hab da ein bisschen was geschätzt. So. Oh, links, rechts, Y, abladen. Ja. Das klappt schon mal. Und was Gutes, aber es klappt. Jetzt sollte aber 8 Meter sein, glaube ich. Schätze ich mal so. Ich kann natürlich auch täuschen. Irgendwas gesehen mit den. Man kann das irgendwie verstellen. X. Ja, wenn ich Englisch könnte, ne? Ich musste da ein bisschen raten, also. Im Grunde wäre es egal bei langen Dingen, aber wenn man ein Stück kurz dabei ist, ist es ein bisschen ungünstig. Oder wäre es besser, wenn man das entsprechend. So, jetzt geht los Position 2. Punkt. 2. Das meinte ich mit der Länge. Das ist die Taste. So, liebe Zuschauer, wir machen gleich weiter. Ich sag mal Tschüss und wegen Winkel und ciao. Das hat mich gefreut, Spaß gemacht. Ich danke fürs Reinschauen. Sag mal Tschüss und wegen Winkel und ciao. Bis vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.